Moin, ja, 2024, das Jahr. Es wird mega magisch und es wird das wichtigste Jahr für dich und für deine Seele, für deinen Seelenpartner, für deine Seelenaufgabe, für dein Seelenplanjahr, für dein schönstes Leben. Es ist ein ganz, ganz, ganz besonderes Jahr. Und warum das so ist und was du dafür tun kannst, damit du wirklich dieses Jahr richtig für dich genießen und nutzen kannst, das verrate ich dir jetzt in diesem Podcast-Video. Wir sind Annette und Easy, meine Seele. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, 2024. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin mega, mega aufgeregt, was dieses Jahr angeht. Schreib es gerne mal in die Kommentare, wie es dir geht. Also, wenn man sich allein schon diese Zahlen ansieht, 2024, und da die Quersumme rausnimmt, numerologisch sozusagen, ergibt das eine 8. Und eine 8 steht auch für Veränderung. Und eine 8, es geht da auch um Macht, aber es geht auch nicht die Macht von außen sozusagen, sondern sich wieder selbst zu ermächtigen, wieder ja, in seine Mitte zu kommen und anzukommen in seinem Leben und überhaupt in der Liebe und auch im Business, in all den ganzen Dingen, wo du es dir letztendlich wünschst. Und das finde ich mega, mega cool, was letztendlich das aussagt und was das eben auch bedeutet von uns, dass wir jetzt wirklich, und das ist ja auch die Magie sozusagen der neuen Zeit, dass wir endlich bei uns ankommen dürfen, dass wir endlich wir selbst sein dürfen. Und das bedeutet aber auch eben Inschau zu halten, wirklich mehr von unserer Intuition zu lernen, beziehungsweise ihr zu folgen, auf sie zu hören. Das heißt mehr auf unser Herz und damit auf unsere Seele, dass wir mehr eins sind eben mit uns selbst, um aus uns heraus die Macht zu schöpfen, die Kraft zu schöpfen, um wirklich unser schönstes Leben auch zu gestalten. Und es ist auch das Jahr des Drachens, also es ist auch noch ein Glückssymbol und ich finde das so mega, mega cool und ich freue mich so dermaßen drauf, weil du auch dieses Jahr hervorragend für dich nutzen kannst, für deine Manifestation. Also es ist mega magisch, dass wirklich deine Wünsche in Erfüllung gehen, dass du endlich zu der Version werden kannst, ja, die du gerne sein möchtest, die du ja letztendlich auch bist, dass du wirklich zur glücklichsten Version von dir selbst werden kannst. Und das Spannende, was auch eben dieses neue Jahr sozusagen mitbringt, ist auch nochmal ganz explizit, wo ich ja auch oft drüber gesprochen habe, dass du nochmal reinigst, dass du nochmal loslässt, dass du nochmal aufräumst bei dir, dass du endlich alte Ängste und auch Blockaden einfach lösen kannst, dass du sie transformieren kannst, dass du sie nicht mehr mitnimmst ins neue Jahr. Aber da möchte ich dir auch sagen, wenn du sagst, oh Annette, ich habe erst angefangen und dich jetzt voll unter Druck setzt, nein, sondern mach es in deinem Tempo, aber fang an damit aufzuräumen, letztendlich, damit du dich befreien kannst, ja, damit du dich auch öffnen kannst eben für dein schönstes Leben, für deine wundervolle Energie, für deinen Seelenpartner, für die wahre Liebe, für deinen Erfolg mit deiner Seelenaufgabe, überhaupt so viel ja annehmen zu können, dass du so wichtig und wertvoll bist und so viel Gutes tun kannst und geben kannst mit deiner Gabe und mit deiner Mission. Und auch nochmal explizit darauf hinzuweisen, denn auch der Seelenpartner, weißt du, genauso wie die Seelenaufgabe, der Seelenplan ist der Weg zu dir. Aber es kann erst passieren, wenn du wirklich anfängst, wirklich mal dich von diesen Blockaden und von diesen Ängsten, von diesen Erlebnissen, diesen negativen Erlebnissen, die du hast oder erlebt hast, dass du das loslassen kannst, dass du vergeben kannst, dass du da wirklich heilen kannst, um letztendlich, ja, dass es dir nicht mehr im Weg steht, dass du nicht mehr die ganze Zeit in dieser Angriffsposition bzw. Verteidigungsposition bist, weil da kommt jetzt das Gesetz der Anziehung mit ins Spiel, der Frequenz. Je mehr du natürlich aufgrund dieser alten Erfahrung, diese Story, die du dir erzählst, was vielleicht letztendlich, wie du, dass du nichts wert bist oder dass du viel zu wenig wert bist, all diese ganzen unbewussten Dinge, die wir von klein auf an mit uns schleppen, da gilt es jetzt wirklich, und darum ist dieses Jahr nochmal so besonders, wirklich aufzuräumen, das endlich loszulassen und endlich mal frei zu sein für unser, warum wir überhaupt auf dieser Welt sind, obwohl ich auch sagen muss, dass natürlich all das, was du erlebt hast, egal wie schlimm es auch war, wichtig für deinen Seelenplan war. Das erlebe ich immer wieder, wie diese ganzen Puzzleteile zusammenkommen, um wirklich halt eben auch deine Seelenaufgabe zu leben. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, nein, 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 das will ich alles nicht wissen, sondern auch zu erkennen, wofür war das überhaupt da, wofür war das wichtig, aber eben auch loslassen zu können, los auch vergeben zu können. Weil wenn du die ganze Zeit in der Verteidigungsposition bist, was ist das für ein Stress? Das passiert unbewusst und wir wundern uns, warum wir immer wieder das Gleiche erleben, weil wir natürlich das anziehen, das Gesetz der Anziehung.
weil unser Fokus darauf liegt. Wir wollen es nie wieder erleben. Und darum ist es so, dass wir natürlich unseren Fokus darauf legen, auf die einzelnen Signale achten. Oh, es ist wieder da, es ist wieder da. Und das ist ja gerade auch eben bei der Seelenpartnerschaft das A und O, dass wir da loslassen. Weil wenn du, sage ich mal, wirklich negative Erfahrungen gemacht hast, auch mit Männern oder wie auch immer, wird sich das immer wieder zeigen, bis du das heilst. Auch wenn du vielleicht in den vergangenen Beziehungen oder was du in der Lebensgemeinschaften oder auch Partnerschaften erlebt hast, sozusagen, wenn du da zum Beispiel betrogen wurdest und du nicht glaubst, dass du es wert bist, wird es immer wieder passieren, weil du auf die Signale achtest, oh, da ist wieder etwas, was mir zeigt, dass ich nicht wert bin. Da ist wieder das Ding, dass er mich betrügt. Und wenn du da nicht loslässt, dann wird es immer wieder kommen, bis du es tust. Das ist das Gesetz der Anziehung. Und ich habe auch gesprochen, wie wichtig es ist, in deiner Energie zu sein, auf deine Frequenz zu achten, nicht mehr Mangel zu sein, sondern in der Liebe, in deiner wundervollen Seelenenergie, um letztendlich auch das anzuziehen und erleben zu können, was du dir letztendlich wünschst. Aber dazu gehört auch, habe ich oft drüber gesprochen, auch wenn es bei mir um die Manifestation geht, immer darauf zu achten, zu welcher Version von mir muss ich werden, zu welcher Person muss ich werden, damit ich das überhaupt anziehen kann. Weil das ist ja das A und O bei der Manifestation. Da geht es nicht nur allein, ah, das will ich haben oder das wünsche ich mir, sondern letztendlich geht es darum, zu wem muss ich werden, damit ich es empfangen kann, auf welcher Frequenz muss ich schwingen, damit es auch in mein Leben kommen kann, weil sofern es ein Herzenswunsch ist, ist es ja schon da. Das ist ja das mega coole bei unseren Herzenswünschen, die wir letztendlich haben. Und wenn du dein Calling von deiner Seele bekommen hast, dann sollst du wirklich, wirklich, wirklich jetzt anfangen, dich um deine Seelenaufgabe zu kümmern, um deinen Seelenpartner, eben auch um deinen Seelenplan. Weil dann ist das jetzt ganz, ganz wichtig und du kannst dieses magische Jahr sozusagen für dich nutzen. Um auch noch mal auf die 8 zu kommen, du kannst ja auch mal bei dir gucken, was dein Geburtsdatum, was das letztendlich für eine Zahl ist. Das ist bei mir zum Beispiel auch noch mal die 8, was ja mega ist. 8, das Jahr 8, mein Geburtsdatum. Das heißt, ich darf richtig ernten nächstes Jahr. Weißt du, all das, wo ich dran gearbeitet habe, wo ich mich weiterentwickelt habe, wo ich gefeilt habe an meinem Diamanten sozusagen. Und da endlich Ernte zu tragen, das ist so, so, so wunderschön. Und ich bin so dankbar dafür. Und du weißt ja auch, Dankbarkeit ist wirklich der Schlüssel, der dich eben durch alles trägt, auch wirklich in deine Selbstliebe zu gehen, jetzt endlich zu erkennen, wie wichtig und wertvoll du bist. Was kannst du dafür tun? Mega spannend sind zum Beispiel die Rauhnächte. Ich mache sie jedes Jahr. Letztes Jahr war es ein bisschen weniger, weil ich da diesen ganzen Stress hatte mit unserem ganzen Umzug, was wir hatten. Da ist es etwas, sage ich mal, zur Seite gerückt. Aber dieses Jahr bin ich wieder voll dabei und ich freue mich mega drauf, diese Zeit zu nutzen, diese Zeit mit mir, mit meiner Seele und mit meiner intuitiven Jahresplanung sozusagen. Also was da letztendlich wundervoll ist, mich erwartet 2024. Und wenn du das auch machen möchtest, vielleicht bist du auch ein Fan wie ich, schreib es gerne mal in die Kommentare auf meiner Webpage. Ich werde den Link auf alle Fälle nochmal verlinken. Findest du wirklich einen ausführlichen Blogbericht darüber, was, wann, wie, wo passiert. Da sind Meditation, da ist ein Video, ein Podcast, alles Mögliche, dass du genau weißt, wann was an welchem Tag ist. Und da geht es ja auch um dieses Reinigen, um Loslassen, um endlich mal zu vergeben, damit du das nicht mehr mit dir rumschleppst, damit du deinen Rucksack endlich leeren kannst. Weil das ist so, so wichtig, damit du frei bist und offen bist, dich öffnen kannst, dein Herz öffnen kannst, deine Herzfrequenz für all die wundervollen Dinge, die ja in dein Leben kommen sollen, die ja schon da sind, die auf dich warten, damit du auch endlich wahre Liebe leben kannst, damit es auch bei deinem Seelenpartner, Dualseelenprozess weitergeht, dass ihr auch zusammenkommt. Und letztendlich eben auch gemeinsam diese wunderbare Liebe lebt. Aber wie gesagt, kein Druck machen, Druck bringt gar nichts, sondern wirklich in die Anbindung gehen. Und dann brauchst du keinen Druck mehr machen, weil du dann weißt, es passiert. Du hast dieses tiefe Wissen und das ist etwas, was ich dir nur ans Herz legen kann, weil das erlebe ich immer jeden Tag mit meiner Seele. Seitdem ich das für mich herausgefunden habe, seitdem ich mir das erlaubt habe, ging nicht von heute auf morgen, war ein Prozess, aber nutze diese Zeit auch jetzt und
Geh immer mehr in die Anbindung mit deiner Seele, werde eins mit deiner Seele und du lebst dein schönstes Leben, weil du wirst getragen. Es ist auf einmal nicht mehr, dass du das Gefühl hast, das Leben ist gegen dich oder es ist so kompliziert oder so. Nein, weil du weißt, alles geschieht zu deinem Besten. Und wenn du das für dich als Glaubenssatz letztendlich auch übernehmen kannst, ich sag dir nur, lebst du dein schönstes Leben, weil dann passieren die Wunder, dann kommt die Leichtigkeit auch in dein Leben rein. Also nutze die Rauhnächte für dich, das ist wirklich eine intensive Zeit mit dir selbst. Und also ich kann es dir nur empfehlen, weil das wirklich mega spannend ist und es immer zu 100% funktioniert. Und es ist immer wieder toll, jeden Monat zu gucken, was ist jetzt heute dran. Aber auch generell für dich, und das finde ich auch immer wichtig zu gucken, wie fühle ich mich eigentlich im neuen Jahr 2024, wie fühle ich mich? Was ist mein Mega-Gefühl oder auch mein Wort oder auch mein Leitsatz für dieses Jahr? Auch, dass du das aus dir herauskommen lässt, weil dass du dann eben schon auf dieser Frequenz bist, um das eben auch zu erleben. Aber wie gesagt, wichtig ist, und das machst du ja auch in den Rauhnächten, auch das alte Jahr zu verabschieden, auch mal zu gucken, was war denn da eigentlich so Tolles? Was habe ich Tolles erlebt? Wie habe ich mich weiterentwickelt, auch spirituell? Zu welcher Version bin ich denn jetzt überhaupt schon geworden, um das eben auch für dich zu nutzen, um da eben auch richtig stolz auf dich zu sein, eben auch diese wundervolle Energie des Stolzes eben auch rüberzunehmen mit ins neue Jahr, aber eben auch zu öffnen, dich fürs Neue und zu sagen, so, ich bin startklar, los geht's, lass uns einfach mein schönstes Jahr erleben, was ich bisher erlebt habe. Dann, was kannst du noch machen? Auf meinem YouTube-Kanal, aber eben auch auf meinem Podcast findest du natürlich ganz viele Videos auch über dieses neue Jahrgestaltung. Also, dass du dir auch klar zum Beispiel machst, aber auch mal ganz bewusst. Ne? Also intuitiv, mega, aber auch ganz bewusst mal sagst, wofür steht dieses neue Jahr eigentlich? Was möchte ich unbedingt erreichen? Wo möchte ich wachsen? Wo möchte ich reifen? Dass du dir das mal ganz bewusst machst. Auch wie sieht mein idealer Tag aus? Weil das alles kannst du für dich schon mal festlegen, dass du Klarheit hast. Und dann kann es nur noch schöner werden. Das ist ja das Tolle. Weil manchmal wird es ja noch viel schöner, als wir uns das überhaupt ausmalen können. Mit unserem Verstand sozusagen, weil unsere Seele natürlich einen viel größeren Weitblick hat. Und das Universum natürlich auch. Ich meine, guck mal, von wo gucken die denn? Was für eine Perspektive haben wir? Und deine Seele weiß ja sowieso schon, warum du hier bist und was alles los ist. Also da schau gerne mal nach. Da gibt es auch viele Meditationen, alles Mögliche, die dir dabei helfen, die dich dabei unterstützen. Dann natürlich, wenn du dir ein richtig, richtig cooles Geschenk machen möchtest, dann gönn dir zum Beispiel meine Selbstermächtigungssession. Die ist so berührend, die ist so magisch, die ist so mega, weil wir da wirklich an die Wurzeln gehen, an den Ursprung, um das zu ändern, damit du in deine Kraft kommst, dich selbst ermächtigst und du wirst eine ganz neue Version von dir erleben, du wirst ein ganz neues Ich von dir erleben und du wirst dadurch ganz bewusst ein ganz neues Leben sozusagen für dich erleben, weil du dich dafür auch entschieden hast, weil du aufgeräumt hast, weil du gemerkt hast, was für eine Macht du hast und vor allen Dingen, was alles möglich ist für dich. Wenn du auch sagst, du möchtest gerne deine Seelenaufgabe jetzt endlich kennenlernen und da richtig ein Business draus machen, dann schau auch auf meiner Webpage vorbei. Dort findest du alles zu dem Thema. Oder wenn du sagst, mit deinem Seelenpartner willst du jetzt endlich richtig durchstarten, da habe ich auch meine Channel-Links dafür. Ach, das ist, wo wir energetisch so viel verändern können, ne, mit all dem, was ich da mache und wir so viel auflösen können auch und so viel erfahren. Das ist ja das Tolle, weil wir wirklich auch eben an der Quelle sind, um zu wissen, was ist da letztendlich los, worum geht's. Also auch Seelenplan, wo du das ganze Konzept hast. Wie gesagt, schau auf meiner Webpage vorbei, wenn du sagst, da Annette, da will ich jetzt rein. Aber wie gesagt, für was du dich auch immer entscheidest, ich freue mich auf alle Fälle, auch mit dir ins neue Jahr zu starten sozusagen. Also genauso mit dir in der Freude zu sein, was dieses das neue Jahr mit sich bringt, 2024. Und ich wünsche dir natürlich von ganzem Herzen, dass du dein allerschönstes 2024, dein wirklich wichtigstes und schönstes Jahr für dich erlebst und da richtig frei und beflügelt reingehst, auf deiner hohen Schwingung bist und letztendlich das richtig für dich genießen kann. Natürlich wird es auch Turbulenzen geben im nächsten Jahr. Das heißt jetzt nicht alles um. Ne? Du weißt, die Welt verändert sich. Wir sind im Umbruch. Die neue Zeit ist da. Das Alte darf gehen. Alte Strukturen werden aufgebrochen. Neue dürfen sich bilden sozusagen. Aber es geht immer darum, dass es jetzt darum geht, dass wir
zu, dass wir selbst sein dürfen, dass wir nicht mehr einer Gesellschaft unterstehen müssen, die uns irgendwelche Regeln vorschreibt, sondern dass wir uns jetzt unsere eigene Realität erschaffen können, unsere eigenen Regeln so, wie wir uns wirklich wohlfühlen, wie wir richtig glücklich sind, warum wir auf dieser Welt sind. Und gerade wir, die jetzt hier sind, wir haben einiges zu tun, um da aufzuräumen. Also sei dabei, wenn du auch eine Soul-Leaderin bist oder eben auch sagst, ich will auch ein Happy Soulmate werden, sei dabei, lass uns die Welt wirklich zu einem glücklicheren, schöneren Ort machen, so dass wir uns alle wohlfühlen, dass es keine Kriege mehr gibt und keine Konkurrenz mehr, sondern dass wir wirklich in einem Kollektiv sind und miteinander sind. Und das ist dieses Jahr 2024, was uns da einen gewaltigen Schritt weiterbringt. Also sei dabei, wenn du es bist, gib mir mal gerne einen High Five, ein Like, schreib es auch gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich mega drauf und jetzt kann ich nur sagen, laugh and smile, so oft du nur kannst. Ciao for now, dein Annette und Easy. Lebe deine Einzigartigkeit. Du bist ein, das war jetzt ein bisschen laut, also nochmal. Lebe deine Einzigartigkeit, du bist ein Geschenk. Pack es aus. Gerade jetzt 2024. Tschüss.